Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 29. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Das heißt, wir haben gerade die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen, was die Liebepartnerschaft betrifft. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond bekommt einen Einfluss von Stern Zosma. Also wirkt auf unserem heutigen Tag. Übersetzt heißt dieser Stern ein Gürtel und es bedeutet Verbindungen suchen. Bei Babylonier wurde dieser Stern Zosma verehrt als die Göttin der Prophezeiung. Also kann mit Wahrsagern, mit Prophezeiung auch etwas zu tun. Heute ist ein besonderer Einfluss von den Sternen und das ist Venus und Uranus. Die beiden stehen eine ganz enge Verbindung in Tierkreiszeichen Widder. Bei Venus-Energie handelt es sich um Liebe, Partnerschaft, Schönheit, Kreativität, Harmonie und Frieden, aber auch Selbstständigkeit. Uranus wirkt mit, weil sie wirken jetzt zusammen. Die Uranus-Wirkung ist Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Umstände und eine Überraschung. Und das erleben wir in die Liebe, Partnerschaft, eventuell in Selbstständigkeit. Diesen beiden Sternen, Venus und Uranus, befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und es drückt auch etwas aus. Ein Neuanfang. Ein Neuanfang in die Liebe, Partnerschaft oder ein Neubeginn in Selbstständigkeit. In die Liebe, Partnerschaft kann bedeuten eine Versöhnung oder in bestehenden Partnerschaft eine neue Phase. Und die, wo alleine sind, selbstverständlich haben gerade die Möglichkeit, durch unerwartete Ereignisse oder durch eine Überraschung oder ungewöhnliche Umstände gerade jemand kennenlernen. Diese beiden Planeten, Venus und Uranus, bekommen einen Einfluss von Vertex. Vertex ist der Andromeda-Nebel. Das heißt, hier handelt es sich um mehrere Sterne, die in einen Knoten, in einen Punkt treffen. Das ist ein Knotenpunkt, ein Wendepunkt und das erleben wir gerade in die Liebe, Partnerschaft, eventuell in Selbstständigkeit, ein Wendepunkt. Oder bei diesem Knotenpunkt treffen wir wichtige Entscheidungen und das beeinflusst unser Schicksal. Diese Vertex haben wir aber auch im Horoskop. Da gibt es auch, das ist zwar versteckt, das sind die Geheimnisse der Astrologie, ein geheimer Aszendent. Und das zeigt an unserer Persönlichkeit, unserem inneren Geborgenheit. Etwas holt raus von unserem Inneren, was uns ausmacht, was uns als Persönlichkeit ausmacht. Das ist die Vertex-Einfluss. Im Horoskop und das ist dieser versteckte Aszendent. Das lässt sich aber berechnen. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder im Osthorizont auf. Natürlich haben die Wiedergeborenen gerade die Bedürfnis gesehen werden, wahrgenommen werden. Dieser Uranus-Venus befindet sich hier im Widder, also wir Wiedergeborenen spüren diesen Wendepunkt gerade in unserem Leben und treffen klare Entscheidungen.
wo die Spannung besteht, das sind die Gespräche. Entweder ist das alles gebremst zur Zeit oder kommt ein unangenehmer Nachricht, hat mit der Vergangenheit etwas zu tun. Kann auch bedeuten, dass wir warten auf ein Gespräch, auf einen Vertrag oder einen Termin und das kommt noch nicht und daran steht dieser Hindernis. Diese unangenehme Nachricht kann passieren, dass nicht erst heute kommt, sondern in die Tage, aber leider ist damit zum Rechnen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben auch die Bedürfnis wahrgenommen werden und sie haben ein gutes Gefühl und auch Glück in die Liebepartnerschaft. Sie sollen im vertrauten Umgebung mal umschauen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben auch Glück in die Liebepartnerschaft. Und dieser Wendepunkt wirkt auch sehr gut für die Zwillingsgeborenen. Eine klare Entscheidung, ein Neuanfang. Auch wenn das heute noch so unsicher anfühlt, aber in die kommenden Tagen kommt schon die Leichtigkeit, kommt schon die Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen begeistert etwas. Diese Liebesenergie, was heute wirkt, wird bei Krebsgeborenen, nicht bei allen einzelnen Krebsgeborenen, aber bei vielen Krebsgeborenen etwas auslösen, dass sie von etwas trennen, von etwas verabschieden und sie bereit für einen Neuanfang in die Liebepartnerschaft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen stehen auch in diesem Wendepunkt. Da kommen auch Veränderungen und klare Entscheidungen. Die Venus-Energie unterstützt sehr gut die Löwengeborenen. Sie bringen auch etwas in Ordnung und sie haben auch zurzeit karmische Themen, karmische Begegnungen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren haben sehr schönen Einfluss, weil sie bringen etwas in Ordnung und sie verspüren auch die Sicherheit und Stabilität in allen Lebensbereichen. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren spiegelt etwas im Leben und das ist genau dieser Einfluss von Uranus, Venus und dieser Vertex-Einfluss, damit das bewusst wahrnehmen. Dass sie klare Entscheidungen treffen, was die Liebepartnerschaft betrifft, weil das führt zum Stabilität. Aber viele Wagengeborenen bedeutet auch die Kreativität, die Schönheitssinn und die Selbstständigkeit. Das können sie beginnen gerade und ihren Berufung leben, das in Ordnung bringen. Aber sie brauchen Mut, diese Veränderungen auch annehmen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen hat sich etwas beruhigt. Und natürlich hier wirkt auch dieser Wendepunkt. Das löst bei uns alle etwas auf. Aber keine Angst vor diesen Veränderungen, sondern mutig zu sein, das zum Wagen und klare Entscheidungen treffen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen wirkt es sehr schön, diese Venus-Energie, auch diese Vertex und Uranus, die Veränderungen, die Umbrüche. Und diese Liebe-Partnerschaft, bei vielen dieser Neuanfang, hat mit Ausland etwas zu tun oder mit Reisen etwas zu tun. Entweder kommt die Liebe in Urlaub oder auf eine Reise oder kommt jemand aus Ausland, Kontakte von Ausland oder ein Besuch. Also die Reisen spielen gerade eine Rolle bei den Schützengeborenen und viele Schützengeborenen stehen auch in diesem Wendepunkt bei diesen Veränderungen und das kommt alles im Positiven, weil sie haben gerade Glück in die Liebe-Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist ein sehr schöner Einfluss und das ist zwischen Mond und Saturn. Das heißt, die Gefühle kommen in Ordnung. Sie können auch etwas ordnen. Aber die andere Einfluss, das ist weniger schön, das ist die Merkur-Saturn-Verbindung, die Herausforderung, was die Gespräche betrifft. Entweder eine unangenehme Nachricht oder sie warten auf eine Nachricht und es kommt nicht. Und das ist die negative Seite, die Sterneneinflüsse
was auf dem Wiedergeborenen und auch für die Steinbockgeborenen wirkt, aber das Positive ist, dass sie etwas ordnen können und etwas kommt in Ruhe und sie bekommen mehr Klarheit, mehr Orientierung. Vielleicht ist es eine Notwendigkeit, diese unangenehmen Gespräche zu führen, kommt auch von Vergangenheit, das in Ordnung zu bringen und so kann man das alles bereinigen. Die Steinbockgeborenen haben auch Sehnsüchte und Wünsche und das sollen sie auch bewusst wahrnehmen. Die Tierkreis zeichnen Wassermann geboren, haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, da wirkt das auch, dieser Wendepunkt, kommen Neuigkeiten, neue Begegnungen und das mit Leichtigkeit. Eine gewisse Unsicherheit verspüren die Wassermann geborenen, aber sie sollen diese Zweifel überwinden. Und das mal so annehmen oder wahrnehmen, diese Veränderungen, diese Überraschung oder diese unerwartete Ereignis, weil das ist sehr gut für die Wassermann-Geborenen, aber nicht nur in die Liebe Partnerschaft, sondern einen beruflichen Aufstieg ist auch sichtbar. Bei Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist ein Heilprozess, ein Reinigungsprozess, es ist schön und angenehm, aber sie sollen im inneren Gleichgewicht bleiben. Und diese Überraschung, dieser Wendepunkt wirkt selbstverständlich auch für die Fischen geborenen und sie werden davon begeistert sein, aber sie sollen in inneren Ruhe, in inneren Gleichgewicht bleiben. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.